Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, was ist Tobii Eye Tracker 4C? Natürlich auch die Anwendungsmöglichkeiten von dem ganzen Gerät, geschweige dessen der Aufbau und Installation. Wenn es euch dafür interessiert, dann bleibt am besten dran. Kurz zur Firma noch was. Tobii ist ein schwedisches Hightech-Unternehmen, was Produkte für Blickerfassung und Blicksteuerung entwickelt und verkauft. Aber was schlussendlich ist jetzt Tobii Eye Tracker 4C? Einfach ausgedrückt ist es ein Gerät, was du unten an deinem PC dran machst oder beziehungsweise an einem PC-Monitor, was deine Augen und dein Gesicht erkennt beziehungsweise deinen Kopf erkennt und das Ganze, diese Bewegungen und deine Gestiken an dem PC weitergibt. Ich glaube, ihr habt genügend von den technischen Daten. Ihr wollt ja wissen, was das Teil drauf hat und deswegen zeige ich das euch an Beispiel von Windows und natürlich an ein weiteres paar Spielen. Eine Funktion, die ich mega cool finde, ist eben zum Beispiel das Entsperren von Windows 10. Wenn ihr euch einfach ransetzt und richtig eingestellt habt, das Ganze, dann müsst ihr einfach nur noch reingehen, Enter zu drücken und damit ist das Ganze entsperrt. Eine weitere Funktion ist zum Beispiel das ganze Steuern ohne Maus und nur über die Augen ist dann zum Beispiel diese verschiedenen Fenster auszuwählen, wo ich jetzt aber persönlich nicht so viel nutze, weil ich aber an sich die Fenster gar nicht so wechsle. Aber das ist eine ganz coole Idee. Auch eine weitere coole Funktion ist einfach, dass wenn man wegguckt, dass der Bildschirm dunkler wird, funktioniert aber bei meinem PC-Monitor nicht, weil er das Ganze nicht unterstützt. Eine weitere coole Funktion ist eben auch zum Beispiel, dass man rein komplett mit den Augen die Maus steuert. Man muss dann nur entweder die Maus leicht bewegen, ganz leicht. Und dann kann man einfach ganz die Maus hinterher schieben. Das ist aber auch sehr, sehr gewöhnlich. Also da muss man sich sehr trainieren. Ich habe mich damit nicht angefreundet. Habe ich bei mir auch erklärt, dass man deaktiviert. Möchte mir aber mal ein bisschen antrainieren und ein bisschen üben, weil ich das sehr, sehr interessant finde. Oder mit einem Tastendruck, dass er genau dahin guckt oder hinspringt, wo man das haben möchte. Und das Ganze kann man ein bisschen erweitern mit verschiedenen Sachen. Also wenn da einer denkt, okay, er möchte seine Maus auf jeden Fall mit den Augen steuern oder zumindest einen gewissen Bereich des Steuern, dann kann er das gerne tun, aber es ist auf jeden Fall nicht leicht, es ist auf jeden Fall viel Training und das ist aber auch eine weitere Funktion, was man damit möglich ist. Dann gehen wir mal rüber zu den Spielen und dann zeige ich mal, was Head-Tracking und das Eye-Tracking so möglich ist in den Spielen, wo es dann sich erst richtig entfaltet. Ja, wenn man auch von dem ganzen Spielen spricht, dann kann man auch von Assassin's Creed spielen, wo das Ganze auch unterstützt. Eben zum Beispiel von diesem Blickwinkel-Erweiterung, da ist es standardmäßig auch natürlich dabei. Oder ob so Kleinigkeiten wie es sind, zum Beispiel beim Zielen her. Um euch das Ganze ein bisschen zu verdeutlichen, mal ich mal ganz kurz wieder meine Bubble anmachen. Und zum Beispiel, wenn ich sage, ich gucke jetzt hier auf den Blick vom Kopf von dem hier, vom Pferdchen. Und damit zielt auch der Bogenschütze hin. Oder ich sage hier links oder hier rechts. Oder rechts unten, also ich zum Beispiel gucke, rechts unten, zielt er auch nach rechts unten, glaube ich, ungefähr guckt, habe. Oder zum Beispiel wieder auf das Pferd hier drüben, dann zielt er jetzt auf den Pferd des Kopf. Zum Beispiel jetzt, wenn er hier oben auf die Kugel, dann lassen wir mal die netten Herren vorbei, dass sie mir nichts tun. Wenn wir jetzt eben zum Beispiel eben auch, wenn wir jetzt hier hingucken, sagen wir mal, wir gucken auf die Kugel, dann zielt er eben auch auf der Kugel. Also das ist halt der Vorteil. Und natürlich haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu nutzen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier zwei Pferde und ich möchte zum Beispiel auf das linke aufsteigen und eine Kugel aufs linke. Und wenn ich das richtig gucke und so halte, wird es auch solche Sachen. Es sind so kleine Gimmicks, die aber das ganze Spiel etwas erleichtern einfach. Und das Ganze gilt auch zum Beispiel, wenn ich natürlich Items hätte, wenn ich zum Beispiel Sammelobjekte hätte, dann würde das Ganze eben auch genauso gehen. Oder zum Beispiel, wenn ich dann mit Sehen unterwegs bin oder mit anderen Sachen, kann ich auch diese erweiterte Möglichkeiten nutzen. Das ist soweit klar. Kann aber auch gleichzeitig automatisch, wo ich nicht gucke, auch die Sachen markieren. Zum Beispiel auch da, wo ich hingucke, dann seht ihr, die waren direkt markiert. Und obwohl ich ja gar nicht hinziehe, weil der Zielpunkt wäre eigentlich hier in der Mitte, ja. Und dann sieht man sie auch, wenn ich jetzt selber mit dem Mittelpunkt ziehen würde, würde das auch noch gehen. Aber er markiert mir direkt die Sachen, wo ich hingucke. Und das sind solche richtig coole Features eigentlich. Wenn zum Beispiel ich in die Sonne gucke, jetzt haben wir leider auch keinen guten Sonnenstand. Würde das genauso gehen? Wir haben hier leider keine gute Sonne, wo wir das zeigen können. Und deswegen gehe ich ganz kurz nochmal in das Menü selber, um es euch ganz kurz zum Schluss nochmal zu präsentieren. Eben, ganz kurz wieder aus. Da schauen wir doch ganz kurz mal unter Steuerung eben, findet man das Ganze dann auch. Und da kann man ein bisschen runterscrollen, ist automatisch aktiviert eben, hat sie durch die erweiterte Sicht, die kann man sensibler einstellen, wie man das halt anpassen möchte, mit dem Blick zielen eben, Gegner markieren, wie ich auch schon gezeigt habe, mit Blick interagieren. Mit den Zivilisten könnte man, auch wenn man zum Beispiel hier die anguckt, dann würden die auch reagieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, wir können das Ganze auch nochmal ganz kurz hier testen und zeigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eben hier bin, gucke den Herrn an,
Da guckt er mich auch. Also soll das funktionieren? Ja, guck. Ja, wieder mag er nicht. Na, schau. Guten Tag. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, was halt das Ganze reagiert eben. Da gibt es dann eben noch weitere Möglichkeiten, die wir uns ganz kurz mal angucken, wo ich euch natürlich auch einige eben gezeigt habe. Zum Beispiel, wenn ich auch weggucken vom Bildschirm würde, würde automatisch Aufmerksamkeit, Sonneneffekte, dynamische Beleuchtung, Anpassung mit Blickrichtung erfassen. Zum Beispiel, jetzt gucken wir das Ganze testen. Ich gucke nicht mehr auf den Bildschirm, ich gucke weg, dann geht auch diese Bubble weg. Nach kürzester Zeit müsste eigentlich auch automatisch in das Pausenscreen gehen, wenn ich dann eigentlich hinterher gucke. Genau, wird das Ganze wieder aktiviert. Geht aber natürlich nicht weg. Also solche Funktionen sind eigentlich vorhanden. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Spiel. Wo es sich einfach super eignet, ist Elite Dangerous. Es ist einfach gigantisch für dieses Spiel. Wenn wir uns einfach zum Beispiel über diesen Planeten genau angucken möchten, gigantisch, ne? Und dann müssen wir einfach nur mit den Augen ein bisschen hochgucken. Oder wenn wir einfach nach rechts gucken möchten, so ganz leicht. Nach links in die Ecke. Und wenn wir den ganzen Kopf dann nutzen möchten, und das ist dann eben das Spiel also super funktionell, guck einfach ganz rechts und dann wird das Ganze erkannt. Und wenn wir auch noch ganz weit rechts in die Ecke gucken könnten oder den Kopf oder ganz weit nach links. Und wie ich schon gesehen habe, kann ich jetzt zum Beispiel auch hier den Kopf mitbewegen, beziehungsweise drehen. Was ist die Frage, ob das jetzt sinnvoll ist oder weniger? Das muss man halt selber für sich rausfinden. Aber es ist halt einfach die Möglichkeit zu geben, dass vielleicht der ganze Kopf erkannt wird oder auch nur die Augen, wenn wir jetzt zum Beispiel im Kreis gucken oder jetzt ein bisschen nach links gucken und zum Beispiel einfach auch den Landeanforderungen fragen oder anfordern. Hier anfordern und dann gucken wir mal links um die Ecke. Die wurde uns gewährt und sehen auch da unten Landeplatz 15. Also solche Sachen sind einfach ganz cool. Oder hier rechts um die Ecke steht auch immer bei Info. Ein neuer Kontakt, zwei Kontakte verloren. Oder zwei Kontakte verloren. Also das sind solche coolen Features, einfach was das Ganze bietet. Aber um das Ganze zu realisieren nochmal, oder beziehungsweise um euch das Ganze nochmal auch verständlich zu zeigen, wo meine Augen selber hingucken. Und dann zum Beispiel eben das Ganze auch zu steuern. Weil normalerweise müsste man halt wirklich Tasten dafür drücken. Und ich habe halt meine Hände halt komplett weg, ne? Das hat eben der Vorteil. Und ich habe zum Beispiel, habe eben einen Joystick, wo ich das Ganze nutze und kann damit fliegen. Und das in dieser Kombination ist einfach gigantisch. Ja. Am Anfang muss man natürlich sagen, es ist ungewohnt. Man muss das Ganze bestimmt auch in gewisser Art trainieren. Ich habe es selber noch kaum ausprobiert in Elite Dangerous. Ich habe es in gewissen anderen Sachen. Ich habe es selber auch vor kurzem erstmal gekauft. Aber ich möchte euch einfach die besten Eindrücke jetzt schon mal liefern, was ich jetzt schon mitbekommen habe auf jeden Fall. Und ich bin einfach mega begeistert von diesem Teil. Ja, es gibt verschiedenste Möglichkeiten eben. Das Ganze stellt man aber diesmal nicht im Spiel ein, sondern das Ganze stellt man dann in der Software ein, die ich euch später auch mal zeige. Und jetzt sieht man auch, wie ich gerade einfach diesen Planeten einfach angucke und was es einfach so bietet. Also hier in diesem Spiel bietet es einfach total viele Möglichkeiten, ist halt extrem praktisch, im Gegensatz zu Assassin's Creed zum Beispiel. Da ist halt die Frage, wenn jetzt zum Beispiel in die Sonne, ich weiß nicht, ob das auch hier funktioniert. Nein, hier funktioniert jetzt nicht, wenn ich in das Lämpchen gucke, dass man geblendet wird. Aber in vielen Spielen ist es auch das die Möglichkeit. Und ich würde sagen, damit habt ihr erstmal genügend Eindruck von dem Spiel bekommen. Gehen wir direkt mal zum nächsten Spiel. Wo es sich auch sehr, sehr gut eignet, ist zum Beispiel in Arma 3. Einer meiner Lieblingsspiele. Und das war auch einer der Gründe, warum ich mir das Ganze eben gekauft habe sogar. Weil es da einfach super funktioniert. Zum Beispiel, wenn ich natürlich nach links gucke, okay, da der Turm ist soweit frei. Natürlich nach rechts. Natürlich kann ich das Ganze natürlich auch mit dem normalen Tast machen oder mich einfach umgucken, aber in dem Moment müsst ihr natürlich die Waffe wegnehmen. Und schlussendlich ist es eine kleine Erweiterung eben. Natürlich kann man das auch weiterhin, man kann sich das Ganze lassen, braucht man natürlich nicht, aber es ist halt ganz praktisch. Normalerweise würde es man normal mit der Taste Alt eben machen, die Maustaste nehmen und sich umgucken. Das wäre jetzt eben mit der Maus. Und das kann man halt nicht so vieles geizer machen, wie zum Beispiel, ich gucke nach vorne mit der Waffe und gucke dann hier weiter und drehe mich weiter hin und kann mich dann auch weiter hier zum Beispiel umdrehen. Und obwohl ich ganz woanders hingucke, ohne Probleme noch die Seite wechseln. Also das geht normalerweise in Arma 3 nicht, weil man zum Beispiel jetzt, wie ich mich umdrehe, eigentlich die Maus bräuchte für beides. Für das normale Umdrehen sowie einfach fürs Umsehen. Voilà, das war die falsche Taste. Und wenn man natürlich jetzt hier das Ganze versuchen möchte zu zielen, können sogar hier drüben gucken und sagen, okay, nee, hier ist keiner, pass, wenn wir ausschalten. Oder mein Kollege hat hier das Go gegeben und dann können wir einfach den Gegner eben ausschalten. Ja, so verschiedene Möglichkeiten haben wir. Wir können jetzt einfach vorbeigehen, okay, der Eingangsbereich ist soweit sauber, also passt es soweit. Gehen wir hier weiter vorbei, checken hier die Umgebung, passt. Hier, checken, Ecke checken, passt. Ja, und können dann hier wieder merken, okay, Gegner kommt. Versuchen hier um die Ecke zu linsen und den auszuschalten.
Haben wir soweit geschafft. Gut, dann gehen wir weiter. Da haben wir eben noch einen Helikopter, wo ich euch gleich was zeigen werde. Hier schauen wir erstmal, dass wir weiter vorangehen. Und uns weiterhin umgucken. Ne? Und da können wir da genauso das Ganze wieder hin nutzen. Hier ist soweit alles frei. Rechts ist auch frei. Hier drüben ist auch frei. Ja, und da können wir halt eben uns auch umgucken. Und da können wir halt eben weiterhin absichern und drauf mal ganz kurz einen Blick reinwerfen. Und dann eben auch das Ganze hier genauso hier. Und hier sehen wir einen Gegner noch. Und den werden wir auch noch ausschalten. Sehr schön. Und dann können wir halt auf verschiedenste Weisen nutzen das Ganze. Was es eben auch noch für eine Möglichkeit gibt und wo es auch sehr, sehr praktisch ist, ist zum Beispiel eben bei Helikoptern sowie Flugzeugen. Ne? Wenn wir das zum Beispiel geben, einstecken. Ich werde jetzt ja nicht groß rumfliegen, weil das wollen wir ja gar nicht groß präsentieren. Ich möchte einfach nur kurz zeigen, was man so eigentlich machen könnte. Man kann natürlich den ganzen Kopf wieder so normal drehen, wie wir es gerade eben auch schon konnten, bei Little Dangerous. Oder uns einfach weiter zum Beispiel umgucken, wie zum Beispiel hier unten meine Raketen angucken. Oder zum Beispiel dann auch eben die Bordelemente angucken. Oder nach oben angucken. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das Ganze dann zu nutzen. Man muss immer gucken, wie man das Ganze programmiert. Den Arme 3 ist es etwas schwerer zu programmieren. Aber es ist eben auch möglich, wenn wir gucken. Ja, die Bordelemente passen soweit. Ja, passt soweit. Und das Ganze, um euch das nochmal ganz kurz leichter zu vereinfachen und zu sehen, sollte es eigentlich gehen. Nein, hier kann ich es leider nicht aktivieren, meine Bubble. Weil ja die Taste scheinbar schon belegt ist. Aber das sind so diese Möglichkeiten, was wir haben. Ne? Also dieses Umschauen ist natürlich das A und O in solchen Spielen. Und bei solchen Ego-Spielen ist es halt am einfachsten, wie zum Beispiel in Assassin's Creed. Da ist es eine Unterstützung, aber es ist eher nicht ganz so nötig. Ne? Aber in solchen Spielen ist es wirklich ein sehr großer Must-Have, meiner Meinung nach sogar, wenn man es haben möchte. Ja, genau. Und deswegen schauen wir uns direkt mal einfach mal weiter. Wo es sich eben auch super eignet, ist zum Beispiel eben der Hunter Call of the Wild. Nämlich, man hat ganz mit Laufen, man kann zum Beispiel auf sein Handy gucken oder guckt rechts und so ein bisschen umgucken hat man einfach verschiedene Möglichkeiten natürlich auch. Zum Beispiel auch, oder wenn mich einfach ein bisschen rumlaufen mag, ist so, oh, da kommt ja was her. Hier, und so, habt ihr gerade gesehen, wie sich der Online-Chat dynamisch das bewegt hat, so. Es passt hier auch das Ganze einfach an. Ja, und zum Beispiel auch alles wird immer ausgeblendet, wenn ich da nicht hingucke. Wenn zum Beispiel da rechts in die Ecke schaut, ich hole es eben mit Absicht nicht hin, sie werdet sehen, dass sie das Inventar oder beziehungsweise das Overlay, das UI, so gut wie ausgeblendet hat. Vielleicht 1-2% ist vielleicht aktiv und sonst, wenn ich dabei hingucke, wird es natürlich eingeblendet. Ja? Und wenn ich wieder weggucke, wird es nach einer gewissen Zeit auch ausgeblendet. Wenn ich zum Beispiel eher auf mein Handy gucke, holt er auch eher in den Vordergrund sein Handy. Und wenn ich natürlich auch woanders gucke, dann sieht der Impactor das wieder ein bisschen an die Seite des Bildschirms dran ist. Und das sind natürlich solche coolen Features eben, was auch damit das ein bisschen unterstützt. Und ja, die machen dann das Ganze schöner. Was aber auch die Möglichkeit gibt, ist ganz normal, wenn ich zum Beispiel eben dann mein Fernglas eben auspacke und gucke zum Beispiel jetzt auf die rechte Seite. Aber ich gucke eigentlich ganz woanders hin, würde auch das Fernglas nehmen und auch hingucken, wo ich das möchte. Zum Beispiel, um euch einen Punkt zu geben, ich gucke jetzt am Ende des Weges hin. Und damit hat er auch eigentlich da genau hingezoomt. Ne? Oder zum Beispiel, ich gucke jetzt direkt auf die Pflanze, die vor uns ist. Heute machen wir das ein bisschen krasser. Ich gucke jetzt auf die Pflanze, die jetzt hier vor uns ist, die Brote. Und der zoomt da hin. Und das sind solche genau. Das gleiche geht auch mit den Waffen. Das heißt, wenn wir unsere Waffe nehmen und gucken mal davor. Also wir gucken jetzt gerade aus. Und ich gucke jetzt also sagen mal auf das Gebäude. Und der wird auch auf das Gebäude. Okay, das heißt, mal hat es aus nicht funktioniert. Ich gucke auf das Gebäude. Und ja, es funktioniert grob. Es ist halt auf der Entfernung, wird es halt umso präziser, umso schwerer wird das Ganze auch. Weil ich hier erkenne das System nicht immer alles. Aber im Normalfall gucke ich jetzt auf das Gebäude und es geht in die Nähe des Gebäudes. Ja. So, weil. Also gehen wir das Ganze nochmal. Ich gucke auf das Gebäude. Er geht Richtung Gebäude. Ja. Ich gucke zum Beispiel oben auf die Spitze des Baumes. Mal gucken, wie genau er geht. Und er geht in Richtung Spitze des Baumes. Ja, solche Punkte gehen jetzt schon, umso weiter sie entfernt sind, umso schwerer wird es einfach auch. Da kann es nicht mehr so gut tracken. Ich gucke jetzt mal auf den Container. Mal gucken. Ja, geht Richtung Container. Er zielt ein bisschen weiter noch zu hoch. Und dann gucken, ob das irgendwo einstellen kann, vielleicht in der Hunter-Einstellung oder so, oder an sich in den Tobii-Eye-Tracker. Aber an sich finde ich das schon mal sehr, sehr coole Errungenschaft. Was gibt es noch in der Hunter? Ich glaube, sonst haben wir das Clean UI auf jeden Fall, ist halt was Besonderes, was ich auch schon öfters erwähnt habe, das Ziel an sich, auch das Erkunden, wenn man zum Beispiel Tiere im Fernglas hat oder so, wird automatisch freigeschaltet, wenn ich da wohin gucke und dann sichern natürlich auch diese weitere Umsicht, die Möglichkeit haben und das nutze ich dann. Ich bewege jetzt dabei alle Finger weg von der Tastatur und von der Maus und das mache ich jetzt rein mit, wie gesagt, mit Kopf sowie mit den Augen. Ja.
Das sind verschiedene Spiele. Dann zeige ich euch noch ein weiteres Spiel. Um euch einfach noch ein weiteres Spiel zu präsentieren, ist zum Beispiel eine weitere Möglichkeit Tom Clancy's Division. Da habe ich jetzt ein paar Sachen deaktiviert oder eigentlich ein paar Kleinigkeiten eben nur. Das ist weitere Umgucken, was ich jetzt schon in anderen Spielen auch gesehen habe. Habe ich jetzt hier einfach mal deaktiviert, dafür mir das einfach persönlich mich gestört hat und so weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich genau alles deaktiviert habe, aber aktiviert habe, das werde ich euch aber auch gleich alles mal zeigen. Wenn ich zum Beispiel jetzt aber hier in Deckung gehe, was ich eine super Funktion finde eben noch, ihr seht schon, wie der einfach so ein bisschen hin und her springt, zwischen Deckungswahl und das Ganze steuere ich mit meinen Augen. Also das ist das Coole auch wieder, dass ich einfach hier zum Beispiel, ich gehe hier in Deckung oder ich möchte an Polizei oder in Deckung gehen, gucke ich einfach darüber. Oder möchte am Schild hier vorne in Deckung gehen. Oder Polizeiauto. Schild, Polizeiauto. Ja. Oder zum Beispiel hier vorne im Poller. Oder wenn ich ein bisschen umgucke, dann hier. Oder oben JTF, da oben hochgehen. Dann läuft ja das Ganze außen rum. Also das sind solche verschiedene Möglichkeiten. Gut, genau so könnte ich jetzt nicht tracken. Ich wollte einfach nur, dass da hochgehen. Aber solche Sachen sind einfach möglich. Ne? Wenn ich jetzt einfach sage, wir gehen nochmal in Deckung. Polizeiauto, Schild, Polizeiauto, Wand. Feuerwehrauto oder beziehungsweise Krankenwagen, geht das da hinten? Komme ich da hinten hin? Nein, das kann er nicht tracken, aber das rechte Polizeiauto, linke Polizeiauto, Schild, Mauer. Das sind so die richtig coolen Sachen. Also wie gesagt, nochmal links Polizeiauto, Schild, rechtes Polizeiauto. Und da kann man dann verschiedene Sachen eben tracken, sagen wir mal, hintere Tür. Und das macht er auch. Also das finde ich halt dann wieder mega gut, in den Augen zu tracken. Aber es ist genauso wie in allen anderen Sachen reine Übungssache. Da müssen sich so beschäftigen und sagen, okay, ich gehe jetzt in die Deckung und sage dann schon mal, ich gucke schon mal voraus, gehe jetzt zum Schild, wo kann ich dann direkt so, gehe zum Polizei, rechts Polizeiauto, möchte aber in die Deckung gehen und kann dann schon mal rechts jetzt linke Pöller hier vorne und das, also kann man auch direkt hingucken, rechtes Ding, die rechte Seite Deckung gehen. Und da kann man sich einfach ein bisschen durchfuchsen. Und natürlich sollte ich, glaube auch, das geht auch. Genau, da wo ich hingucke, zielt er hin. Zum Beispiel jetzt gucke ich links oben auf das Schild. Genau, hat funktioniert. Gucke zum Beispiel jetzt hier rechts auf das Fenster von dem Polizeiding. Hat auch funktioniert. Oder von dem Bus. Also das habe ich auf jeden Fall mal aktiviert. Und wenn wir jetzt auch mal ganz kurz einfach in die Einstellung gucken. Ich glaube, es müsste auch genauso sein. Ich weiß nicht, genau, wenn ich jetzt links um die Ecke gucke, wird automatisch in die Mitte ausgeblendet und hier rechts in die Mitte. Und jetzt oben links zum Beispiel auch die Karte ausgeblendet. Und wenn ich hier hingucke, wird es wieder eingeblendet. Also diese Funktion ist zum Beispiel auch eben aktiv. Und natürlich das auch in der Mitte. Wenn wir natürlich jetzt ganz kurz in die Einstellungen eben mal kurz reingucken und dann unter, das müsste sogar einen eigenen Reiter haben, Steuerung und besonders scrollen, da kommt irgendwann Toby IX im Normalfall. War was? Ne. Es war unter anderem, da haben wir dann auch für Einstellungen eben LED-Tastatur, das ist unwichtig, Toby AX aktivieren. Ja, das haben wir in dem Sinne. Augenfokussierung für HUD-Elemente aktivieren, also dass zum Beispiel, wenn ich da hingucke, das eingeblendet wird, wenn ich weggucke, eben ausgeblendet wird. Das haben wir uns ganz sehr angeguckt, das Ganze auf der Karte eben auch. Man kann das Ganze auf der Karte nutzen, das schauen wir uns auch mal Aktivierung der freien Kameraumsicht. Wenn das Ganze mal aktivieren, kann ich euch gerne mal zeigen. Ich persönlich habe es deaktiviert, weil das mir dann doch ein bisschen zu viel war. Alles Guten. Das beim Zielen eben aktiviert und bei Deckungshilfe. Das habe ich euch präsentiert eben. Und wenn wir dann eben noch ganz kurz auf die Karte gehen, da sieht man auch, glaube ich, im Normalfall, wo ich hingucke, beziehungsweise müsste das, glaube ich, auch genutzt werden, so. Ah, jetzt müsste ich jetzt gerade euch... Genau, jetzt sieht man auch hier zum Beispiel, jetzt ruhe ich weg. Jetzt ruhe ich da hin, links um die Ecke. Und so werden die Sachen eben markiert eben auch. Und wenn man, was ich jetzt zum Beispiel eben meinte, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt mir umgucke, diese Funktion. Ja. Diese war mir einfach zu viel hier in diesem Spiel. Kann man aktivieren oder deaktivieren? So, den können wir, weil wir so nett sind, auch dem mal helfen. Die sind auch noch dran. Alles klar, ich gehe zu dem hier, möchte helfen und der lehnt es ab. Auch sein Problem. Ja, das sind einfach die verschiedenen Möglichkeiten, wo man immer hat, sich aber auch so umzugucken in verschiedenen Spielen. Und ich glaube, ich habe jetzt erstmal genügend Einblick gezeigt, was es für Spielemöglichkeiten gibt. Dann gehen wir weiter zu Toby AI Gaming Software. So, und jetzt sind wir auch mal auf dem Desktop und gucken uns auch mal da die verschiedenen Möglichkeiten an und was es für ebenfalls weitere Spiele gibt. Und dann gucken wir auch mal die Desktop-Funktion an sich an, was Toby AI X auf Desktop bietet eben. Zum Beispiel natürlich, was wir jetzt angeguckt haben, war eben Arma, Assassin's Creed, DC Worlds, was ich aktuell auf dem PC habe, habe ich jetzt euch nicht gezeigt, aber es sind einfach so ein paar Spiele, weil es einfach sonst zu viel wäre. Ich wollte euch ja auch nur einen kleinen Einblick eben geben, was es so gibt und ich finde schon, das war eigentlich ein sehr großer Überblick. Und das finde einfach noch, das ähneln sich ja schlussendlich alle. Natürlich, als schlussendlich haben sie alle was mit den Augen zu tun, schlussendlich haben sie alle mit Umschauen zu gucken und das Spiel zu vereinfachen. Ne? Bei Little Dangerous haben wir es uns angeguckt und da kann man zum Beispiel auch dann hier die ganzen Einstellungen machen. Wie zum Beispiel manche blitzen auch die Sachen
Sachen wieder auf, weil ich da auch hingucke, ne? Und deswegen könnte ich das Ganze auch mit der Tastatur steuern. Und dann haben wir verschiedene Sachen, Free View, da kann man halt dann die Sensibilität einstellen. Man kann hier das Head-Tracking da Sachen einstellen, man kann die Sensibilität hier einstellen. Also man kann sich so verfeinern, das Ganze, und das so genau einstellen. Und was für Radien man halt hier hat oder was nicht eben erlaubt ist, hat man ein bisschen geringer eingestellt bei den Dangerous, weil es wahrscheinlich sonst zu viel wäre, des Guten. Die Sensibilität. Ich habe das sozusagen alles auf die Standardeinstellung gelassen. Wenn man dann weiter auf den Head-Tracking geht, ich stelle jetzt gerade alles mit unserem schönen hier mit Leertaste bestätigt das Ganze mit Tobii iX. Zum Beispiel geht jetzt unten auf Head-Tracking Settings, da gucke ich hinten und öffne das Ganze. Und dann gehen sie auf Sensibility und öffnen das Ganze. Also das sind solche Sachen, was man auch auf dem Desktop nutzen kann. Klar, die eigene Software unterstützt das ist super oder das eigene Programm, das ist klar. Windows unterstützt es in gewissem Maße nur. Da können wir jetzt das Ganze aktivieren und deaktivieren. Und so bietet sich das Ganze in vielen Spielen einfach durch. Ich habe euch ein paar gezeigt eben. Division, Ghost Recon. Und dann gibt es noch einige Spiele mehr. Wenn es euch dafür interessiert, könnt ihr gerne mal das Video auch anhalten. Oder natürlich auch auf der Webseite von denen selber gucken. Die ich euch jetzt mal hier zeige. Und einfach kurz mal euch einblenden werde gleich. Wo es einfach auch die Spiele gibt, da könnt ihr einfach dann auf die Hauptseite gehen, die ich natürlich auch in der Infobox gepackt habe. Es wäre einfach Tobii iX oder Tobii Gaming, wie es hier oben steht, .com. Und da sind auch die ganzen Spiele auch aufgelistet, welche Spiele die unterstützen. Falls ihr dann überlegt, okay, also man muss auf jeden Fall überlegen, sollte natürlich die Spiele auch unterstützt werden, wenn man das Ganze nutzen möchte, logischerweise. Und wenn man halt in dieser Sparte ist und diese Spiele zockt, dann ist das natürlich was Perfektes. Um da einfach einen guten Überblick zu schaffen, es gibt jede Menge Spiele. Ja, und ich habe euch nur einen ganz, ganz kleinen Teil eben gezeigt. Als nächstes schauen wir uns erstmal den Aufbau und Installation des Gerätes an. Kommen wir zuallererst mal, was in dem Tobii iX alles dabei ist. Natürlich zuallererst die Verpackung, die Anleitung, die Kurzanleitung, die Magnetstreifen, um das Gerät zu befestigen und natürlich Tobii iTracker. Da an sich das Kabel sehr, sehr kurz ist, gibt es eben noch ein Verlängerungskabel, was hier eben nicht aufgelistet wurde, dazu. Gut, jetzt ist erstmal alles, was dabei ist und schauen wir das Ganze mal an, wie man das Ganze einfach anschließt und installiert. Ich kann es nur empfehlen, wenn ihr das ganze Gerät jetzt erstmal ausgepackt habt, alles und vor euch liegen habt, nehmt erstmal das Tobii iTracker und schaut euch den mal genauer an, klebt euch den mit Tesafilm am besten hin oder so was auch immer, weil die Magnetstreifen, wenn die kleben, dann kleben die richtig, dann kriegt ihr die nicht mehr weg. Und ich persönlich muss es eben auch herausfinden, weil bei mir haben die nämlich gepasst mit dem Bildschirm in der Höhe und so, weil das muss man halt genau justieren, dass es genau funktioniert. Und das klappt ja nicht beim allerersten Mal. Und natürlich kommt auf einmal, wie zum Beispiel hier im Hintergrund auch, dass ein Laptop ist eben, da geht es dann vielleicht auch einfacher. Aber wenn man halt einfach einen PC-Monitor hat und einen Stuhl und alles mögliche im Weg hat oder was auch immer, nicht in Höhe auch eingestellt haben, dann kann ich es einfach nur am Anfang erstmal empfehlen, das Ganze erstmal so hinzukleben, einzustecken mit USB und dann sich das genauer anzugucken. Wenn ihr dann zufrieden seid mit eurer Justierung und dem Ganzen, nehmt ihr euren Magnetstreifen, macht hier unten den Klebestreifen ab und klebt ihn dann ganz vorsichtig ran. Und dann könnt ihr natürlich auch im nächsten Schritt auch direkt einfach das Tobii Eye-Tracking-System direkt mal hinklipsen und mal gucken, ob das alles soweit passt. Im nächsten Schritt steckt ihr euer Tobii am PC an. Wenn es natürlich nicht reicht, nutzt auch ein bestes Verlängerungskabel, weil es wirklich sehr, sehr kurz ist. Beim Laptop reicht es vollkommen aus, aber wenn ihr halt längeres braucht, nehmt das Verlängerungskabel. So, wenn ihr jetzt soweit seid, dass ihr die Software braucht und alles richtig eingestellt habt, geht ihr auf die Hauptseite von tobiigaming.com oder nutzt auch natürlich den Link in der Videobeschreibung und dann geht ihr auf Setup Downloads. Und da findet ihr dann die passende Firmware dazu für euer Gerät, was ihr natürlich auch erstmal braucht, um dass es richtig funktioniert. Und guckt auch, dass es immer schön auf dem aktuellen Stand bleibt. Und dann natürlich hier einmal draufklicken, downloaden, dann auch das Ganze installieren. Das Ganze geht natürlich auch für Game Extensions. Ihr braucht natürlich auch das Game Hub, weil ihr wollt natürlich auch mit Spielen spielen und dass es richtig einstellt, müsst ihr das Ganze auch einmal runterladen. Und dann habt ihr eben diese zwei Anwendungen, die ich euch schon einmal gezeigt habe. Das wäre einmal diese Anwendung. Und natürlich dann, wo es dann hinzugefügt wird, ist dann auch einfach hier unten. Dieser hier, Tobii Eye. Wenn ihr zum Beispiel auch genau guckt, seht ihr, diese kleinen Äuchchen sich hier bewegen. Das, was ich jetzt gerade mache, wird ihr auch zur Show angezeigt. Und dann könnt ihr das Ganze öffnen und habt dann die verschiedenen Möglichkeiten, hier das Ganze einzustellen. So, wenn ihr das Ganze installiert habt, ist ganz, ganz wichtig, dass ihr erstmal auf diese Bildschirmoptionen draufklickt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es von Anfang an anzeigt. Auf jeden Fall, falls es nicht tut, geht ihr hier drauf, wenn ihr die Software installiert habt.
und geht dann hier da und seht ihr das Ganze eure Leiste. Und die müsst ihr darauf anpassen, was ihr wohl euer Tobii Eye X System installiert habt. Auf dem Tobii Eye X oder auf dem Tobii Eye Tracker sind oben jeweils zwei Striche, links und rechts. Und damit könnt ihr den ganzen schieben oder vergrößern, verkleinern, so wie der Punkt halt ist und so, wo es auch fixiert ist. Und deswegen, oder auf dem anderen Bildschirm, da könnt ihr das Ganze switchen, wenn ihr da drauf klickt. Das ist ganz wichtig, weil sonst funktioniert das ganze System nicht. Und dann eben widmet ihr euch dem nächsten Punkt und das wird dann zum Beispiel die das Profilerstellung, aber die müsste euch bei euch, glaube ich, automatisch gemacht werden. Falls nicht, klickt ihr hier drauf, neues Profil erstellen. Damit geht ihr die ganzen Sachen durch, wie sie euch vorgeschrieben sind. Und ja, das ist der Punkt eben. Und da oben kann man dann jederzeit auch so ein Tobii Eye X deaktivieren, was nicht möchte, oder aktivieren wieder, wie man es halt Ganze braucht. Hier habt ihr dann zum Beispiel zum einen natürlich hier dieses Spielerlebnis. Übersicht zu Tobii Eye, Einführung zu Tobii Eye Tracking, das ist auch ganz interessant, das können wir ganz auch einfach mal machen. Mhm. Das ist zum Beispiel eine tolle Funktion einfach, da wo man sich einfach umgucken kann. Genau, so und jetzt kann ich mir eben auch umgucken, wenn ich zum Beispiel links gucke, rechts gucke. Und zum Beispiel unten Verlassung klicke, Leertaste und das Ganze steuere ich jetzt eben mit der Leertaste. Zum Beispiel, wenn ich auf, jetzt zum Beispiel auf Planet gucke, hier, zack, kann ich sie abschießen. Oder zum Beispiel hier unten gucke, dann sehe ich zum Beispiel, wie weit ich oder wo ich genau bin. Und wenn ich dann hier daneben wieder dran gucke, kann ich das wieder abschießen, mich umgucken. Dann kommen wir zum nächsten Planeten, den da. Und wenn ich das Ganze wieder verlassen möchte, gucke ich zum Beispiel nach rechts. Und drücke Leertaste, um das Ganze zu verlassen. Tja, das ist halt eine tolle Funktion eben. Und damit auch so ein bisschen das präsentiert, das Ganze eben auch. Und wenn wir dann zum Beispiel, wird auch mal nochmal erklärt, was es eben verschiedene Möglichkeiten gibt. Dass, wenn ich weggucke, dass der Bildschirm dunkler wird, das ist natürlich auch bildschirmabhängig. Bei meinem Bildschirm zum Beispiel geht das Ganze eben nicht, dieses System, weil es beim Bildschirm irgendwie nicht richtig unterstützt. Wenn ich zum Beispiel zu rechts gucke, anmelden in Windows 10 ohne zu tippen. Das habt ihr auch schon in dem Video vorhin gesehen. Grafische Fläche, wenn ich jetzt oben in die Sonne gucke, dann werde ich immer geblendet. Ja. Oder dann Bildschirmranderweiterungen. Oder dann eben verschiedene, die Mausunterstützung. Mausunterstützung oder Elemente hier, wenn ich jetzt zum Beispiel die angucke hier. Oder diese Planeten abschießen. Oder natürlich das Ganze hier zu unterstützen. Was es eben auch noch gibt, was ich euch vielleicht ganz gerne ganz kurz einmal zeigen möchte, was ich jetzt mal persönlich nicht nutze, aber was bestimmt einfach ein oder was anderes interessant sein könnte, ist eben auch der Punkt, dass ihr dann zum Beispiel hier jede Menge Einstellungen habt, da zum Beispiel eben die Stromeinstellungen, wenn man halt wegguckt oder so, dass es dann ausgeht, aber dieses wird bei mir eben nicht unterstützt beim Bildschirm. Dann, ihr PC bleibt an, solange sie vor ihm steht. Das funktioniert eben bei mir schon. Also wenn ich aufstehe und ein bisschen weggehe, dann geht mein Bildschirm irgendwann aus oder PC an sich schon aus. Aber das ist eine andere Funktion. Also wenn ich direkt weggucke, wird der Bildschirm irgendwie dunkler, so abgeblendet oder so dunkel. Und genau. Und auch wenn ich zum Beispiel mein PC dann wieder herlaufe, geht der PC automatisch an. Also das ist eine richtig coole Funktion eben. Und Touchpad, also wenn man dann irgendwann Touchpad-Sachen hat, wird auch das unterstützt die Maus an sich. Da ist zum Beispiel auch ganz interessant, Mauszeigerbewegungen. Und da ist zum Beispiel das zu präsentieren, zum Beispiel gucke ich da links. Und dann wird auch mal springt die Maus darüber. Und das ist eben der Radius, den ich hier einstelle. Ich mache den Radius mal ganz klein. Zack, zack. Um das ein bisschen besser zu präsentieren. Machen wir schnell das hier an. Die Bubble nochmal an. Um euch zu präsentieren, ich gucke jetzt auf das Tobii Eye Logo, bewege meine Maus ganz leicht und das geht rüber. Das Ganze kann auch mit Tastenkombination machen, wie zum Beispiel das Einrichten, extra Button F2. Zum Beispiel habe ich mir das hier festgelegt, also kann ich genau mit einem Klick machen und könnt ihr zum Beispiel jetzt hier auf dann die mit der Maus das bestätigen, das Ganze. Oder könnt ihr zum Beispiel hier oben gehen, Taste drücken und draufklicken und fertig. Also man kann, es ist eine reine Gewöhnungssache, wenn wir dann zum Beispiel auf Downloads gehen. Ob das die Frage, ob das schneller ist, wenn es trainiertes Auge ist, das eintrainiert ist, dann geht es bestimmt schneller an sich, ne? Aber das sind solche verschiedene Funktionen, wo man das auf dem Desktop nutzen kann. Schlussendlich muss man es halt selber wissen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel meine Maus bewege und mich selber woanders hingucke, wird die halt die Maus automatisch hinterher springen. Man kann das Ganze aktivieren und deaktivieren eben.
Und das muss man für sich selber wissen, aber es sind ja verschiedene Möglichkeiten eben, wenn man das Ganze deaktivieren, weil ich finde es persönlich, brauche ich es nicht, weil es erstmal Gewöhnungssache ist und ich finde es gar nicht so wichtig auf dem Desktop. Ein Spiel finde ich sehr, sehr gut, aber es sind sonst, wie zum Beispiel auch bei Windows-Benachrichtigungen, wenn da werden ja oftmals bei Windows so Nachrichten eingeblendet, die kann man zum Beispiel mit einem Blick eben, wenn man hinguckt, okay, sehen und geht wieder weg, dann werden die halt manchmal ausgeblendet. Und da gibt es ganz, ganz viele Einstellungen, was man eben tätigen kann, über die ein paar Sachen und deswegen kann ich es euch nur empfehlen, mal auf jeden Fall reinzugucken, das Ganze zu machen. Und natürlich, was ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr das Ganze habt, auch, dass ihr das Gerät richtig konfiguriert. Wenn ihr dann zum Beispiel das ganze Fenster geöffnet habt, hier unten seht ihr auch diese zwei Pünktchen, das sind, bin ich eben, meine Augen. Und wenn ihr da könnt ihr Profile anlegen, das wird automatisch sowieso beim allerersten Mal das euch vorschlagen. Und hier kann man eben ein neues Profil erstellen. Ich gehe jetzt mal auf mein aktuelles Profil oder mein Profil, habe dann die Möglichkeit, hier verschiedene Sachen anzugucken. Ja? Jetzt zum Beispiel auf diese Punkte zu konzentrieren, wenn wir das Ganze eben kalibrieren und verbessern möchten, das sind ihre Augen. Ja, und dann sieht man zum Beispiel, wie sie hingucken, jetzt mache ich ein Auge zu und ein und sonst wieder Auge auf, zu, auf und beide an. Und beide zu. Genau. Das sind verschiedene Möglichkeiten. So kann man das Ganze kalibrieren, jetzt soll ich auf diesen Punkt gucken, bis er explodiert. Peng. Perfekt. Nach oben. Rechts unten. Links unten. Und so kalibriert man das ganze System, dass das System dann auch richtig weiß, wie es funktioniert. Und dann hier links oben in der Ecke, rechts oben in der Ecke, unten in der Ecke. Und damit haben wir das Ganze abgeschlossen. Tja, das war's jetzt eigentlich schon. Jetzt seid ihr eigentlich auf dem neuesten Stand. Jetzt kennt ihr euch eigentlich wie Profis normalerweise aus, wie mit dem Tobii Eye Tracker. Und ja, jetzt seid ihr gefragt auf jeden Fall. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu, was ihr zu dem Teil haltet. Vielleicht habt ihr sogar schon eins, beziehungsweise jetzt habt ihr vielleicht überlegt, ob ihr eins zulegen möchtet. Oder schreibt einfach dazu, was ihr euch zu diesem Art von Video mal haltet. Also mal was anderes wieder. So eine Art Tutorial oder so mal Einführungssachen. Würde ich mir gerne dazu freuen, wenn ihr eure Meinung unten in den Kommentaren äußert. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wenn es natürlich euch gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr sagt, okay, nee, es hat mir nicht gefallen, könnt ihr auch gerne einen Daumen unten da lassen. Und natürlich am besten, wenn ihr den Daumen unten da lasst, schreibt auch gerne dazu, was euch nicht gefallen hat, dass ich vielleicht beim nächsten Mal besser machen kann. Natürlich auch, wenn es euch sehr besonders gut gefallen hat, schreibt auch gerne dazu, was euch dazu gut gefallen hat. Würde ich mich genauso freuen. Natürlich, weil ihr neu auf meinem Kanal seid und merkt, okay, hey, der hat doch was drauf oder mit dem ist es echt spannend. Dann am besten, wenn ihr wollt nichts mehr verpassen, dann lasst gerne auch ein Abo da. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, euer der Tiger. Ciao.